Die Symptome einer Kniearthrose sind meist eindeutig. Kann ich Ihnen ganz einfach schildern, Sie haben Schmerzen. Schmerz ist das führende Leitsymptom einer Arthrose. Anfänglich den sogenannten Anlaufschmerz, das heißt, die ersten Schritte sind für Sie unangenehm. Nach einer gewissen Zeit laufen Sie sich ein, es geht wieder besser. Wenn die Arthrose fortschreitet, haben Sie dann schon Schmerzen, Sie können nicht mehr weit gehen. Die Patienten kommen zu mir und sagen, ja, meine Gehstrecke früher 5 Kilometer, jetzt 200 Meter, 300 Meter, danach muss ich mich setzen. Wenn es weitergeht, bekommt man Verformung. Frauen sagen, früher hatte ich schöne Beine, heute kann ich keinen Rock mehr tragen, ich habe ein O-Bein oder ein sehr starkes X-Bein. Sie können nicht mehr gut Treppe steigen. Also das sind alles so Sachen, die Sie merken, wenn Sie eine Kniearthrose haben. Die Ursachen sind vielfältig. Heutzutage sind wir sehr häufig mit jungen Menschen konfrontiert, die durch Sportverletzungen eine Arthrose entwickelt haben. Wir wissen auch, dass es eine gewisse familiäre Häufung gibt. Und natürlich Patienten mit Übergewicht, mit Fehlstellungen im Bein. Aber auch der Konsum von Alkohol, Zucker und Fleisch lässt den Harnsäurespiegel ansteigen und kann Arthrose verursachen. Thank you.